bräuchte also noch mehr Strom. Wäre wieder ein Argument für den Generatorraum. Dafür bräuchte ich aber Holz. Und da sprechen die Alpha-Biber gegen. Wo läufst du hin? Ah, genau. Stoffzeug holen, ist okay. Na gut, der eine Turm, der jetzt noch hier im Gang steht, ist erstmal okay. Und ich hoffe, wir haben eh jetzt ein paar Folgen Ruhe vor den Bugs. Dass sie nicht allzu häufig kommen können. Da müssen wir schauen, wie wir es in Zukunft regeln. Übel, schäbig und übel. Abreißen, abreißen, abreißen. Ja, Construction ist nicht mehr da. Wir haben keine himmlischen Betten mehr. Wir werden auch keine neuen bekommen. In absehbarer Zeit. Oh, ja, sehr schön. Was soll man machen? Gerade im Krankenhaus. Sehr wichtig. Usel, Usel. Scheint mir ein bisschen viel Essen zu sein, fällt mir gerade auf. Aufgaben. Koche üppige Mahlzeit. Kann nur keiner, oder wie? Ich probiere mal ganz kurz die üppige Mahlzeit. Ding. So, ja, kein Strom. Könnte auch dafür sorgen, dass das Kochen ein bisschen schwierig wird. Aber die Sonnenfinsternis hält hoffentlich nicht allzu lange an. Wo ist der Ausgang? Eigentlich hier unten, ne? Na gut, mach so. Falle reaktivieren, Falle reaktivieren. Eigentlich sollten die alle... Was? Sonnenfinsternis ist vorbei. Zur Nacht. Aber eigentlich sollten die alle automatisch reaktiviert werden. Ich weiß nicht, was da los ist. Genau, reparier du da mal und dann kannst du auch Nee, du willst gar nicht schlafen. Du bist ja eine Nachteule, ne? So, dann arbeite mal schön durch. Weil die Felder gut aussehen. Hier könnte ich noch ein wenig erweitern, sehe ich gerade. Zone, Abfallzone. Größer. So, damit der ganze Schutt auch weggeräumt werden kann. Aber zumindest der Eingangsbereich hier sieht schon mal okay aus. Noch ein, zwei Blutkleckse da, aber da kümmert sich Sebastian gerade drum. Wusch, 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 wusch. Richtig. Tiere könnten mal weg. So, fast als wenn nichts gewesen wäre. Sauber, 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 sauber. Sauber. Also dann mehr Aufgaben verteilen. Nö, Holzhackbefehle sind immer noch da. Die Minerbefehle sind auch immer noch da. Um die sich keiner kümmert. Der Koch kümmert sich leider nicht um das gute Essen. Das heißt, sein Skill ist noch nicht hoch genug. Oh, oh doch da, üppige Mahlzeit. Du. Aufgaben. Bitte nur üppige Mahlzeiten kochen. Bis wir davon 40 Stück haben. Nice, er macht das sogar. Also Erik kann schon üppige Mahlzeiten kochen. Das heißt, wir stellen jetzt nur noch welche davon her und da werden nach und nach alle Mahlzeiten durch üppige Mahlzeiten ersetzt, was der Moral Tiere schäfen sollte. Ja, und Backup-Koch kümmert sich dann komplett um das Schlachten von den Tieren, die im Giftsturm gestorben sind. Was halt ein wenig eklig ist, aber anscheinend kein Problem. So, dann Priorität auf die Besuchergruppe. Sie scheinen Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Oh ja, sehr schön. Ich hätte gerne Baumaterial und biete dafür komische Klamotten. Oder ganz viel Baumaterial, also Steine. Wollte ich Steine haben? Da kommen sie. Der Slizzard. Ernsthaft? Ha, dich aktivieren.
greifen ihn sofort an. Es sieht so aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um seine Verteidigung zu umgehen. Was? Das ist neu. Und es sind 5 Mann mit Splittergranaten, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr und Pistolen. Oh, puh. Dich neu installieren. Eins, zwei, drei, vier. Alles schon verplant, ja? Dahin. Na gut, lassen wir es noch weiterlaufen. Sie müssen erstmal eine Position finden, wo sie sich durchgraben wollen. Machen wir dann eine Abkürzung. Ja, das ist super. Das dauert ja gar nicht so lange. Ich wollte gerade sagen, das dauert schön lange, dann kann ich hier meine Türme aufbauen und alles gut. Aber nee, nee, nee. Kommen wir gleich durch. Jo, okay. Alle mal aufwachen. Kampfmodus. Gehen jetzt nicht unbedingt. Die Leben mit den Granaten ist wieder handgesteuert. Ah, die helfen, das ist super. Ja, dann hält sich Lilly mal zurück und schmeißt ein paar Granaten auf die anderen Leute. Piraten der Fraktion The Gun Cockroaches haben sich entschieden, alles was sie können mitzunehmen, um das Gebiet zu verlassen. Outländer der Fraktion Drunkard fliehen. Weil sie gerade alle erschossen wurden. Okay, Lilly. Hinterher. Hat, glaube ich, gerade einer noch Drogen eingesackt, aber das ist nicht so schlimm. Okay, Kampfmodus beenden. Ihr auch, Kampfmodus beenden. Blackjack. Raider. Minstrel. Warum sind die rot? Also ich gehe... Ich dachte, die Blauen wären die Guten, die bei uns zu Besuch waren. Wow. Medizin, Fernkampf. Hässlich, stark neurotisch. Arbeitsgeschwindigkeit plus 40%. Zusammenbruchschwelle plus 14%. Handwerk C. Die hätte ich eigentlich ganz minimal mit. Was mit den anderen? Nee. Nee. Space Marine. Nervös. Kältetolerant. Extrem hässlich. Uff, nee. Aber die ganzen anderen Sachen hier hätte ich ganz gerne. Präzisionsgewehr, Sturmgewehr. Und. Ruf negativ. Fraktion, Drunkards, Burrow sind nun deine Feinde, weil du Blackjack gefangen hast. Okay, das hätte ich mir fast denken können. Ich war mir nicht sicher. Also vor allem war ich mir nicht sicher, zu welcher Fraktion wer gehört. Weil der hier war eben gerade auch kurzfristig blau. Und der Seaslard, das war der, der mit angegriffen hatte. Das war einer von denen, die hier durchgebuddelt sind. Trotzdem war er blau. Nun gut. Ich muss mir halt die Namen eher angucken von den Leuten, die zu Besuch kommen, von den Leuten, die angreifen und dann nicht die falschen Leute gefangen nehmen. Aber dafür ist es halt eine sehr gute Gefangene. Aber ich werde es wahrscheinlich noch bereuen. Also du kriegst erstmal einigermaßen Medizin ab und du wirst sofort angeworben. Okay, dann... Hoffe ich mal, dass ich den Ruf auch wieder gut machen kann. Wenn nicht, dann halt nicht. Blackjack kann wieder laufen. Alles einsacken.
Rekrut. Es ging schnell. Gideon hat erfolgreich Blackjack angeworben. Hallo, Blackjack. So, du bist Fernkämpfer, Arzt und Handwerker. Das. So, du bist jetzt nur noch auf Dreier, Arzt. Und die, die das nicht so gut können. Oh, 12. Ja, okay, warte. 2, 2, die anderen sind auf 4. Die machen es wirklich nur im Notfall. Bettruhe hoch, Schalter hoch. Bauarbeiter, nein. Das sind Sachen, die du machen darfst, wenn du nicht unbedingt willst. Handwerker warst du hoch, ne? Genau, Handwerker bitte auf 2. Forscher 4 höchstens, bei allen anderen auch. So. Dann brauchst du natürlich auch noch ein Zimmer. Oh, stimmt, wir haben ein Zimmer eh nicht mehr, richtig? Den haben wir hier. Eric, Brain, Lily, Gideon. Sebastians Zimmer fehlt. Der hat sich da unten eingenistet. Und Blackjack bekommt dann ihre ehemaligen Gefangenenzelle. Das wäre momentan kein Gefängnis. Aber das sollte eigentlich okay sein. Ich baue mal ein paar Betten. So. Sobald wir das Holz dafür haben. Wenn wir weiter hier machen können mit den ordentlichen Räumen. So, was haben wir noch? Also das ist okay, das ist okay, das ist okay. Blackjack hat keine Waffe. Werden wir auch gleich ändern. Kann sich davon eine nehmen. Überlebensgewehr. Schrotflinten mag ich irgendwie nicht so wirklich. Lieber das Gewehr. Mag sich keiner um Blackjack kümmern. Wurde schon versorgt, ja. Ja, das ist alles schon verarztet. Und tickt auch sehr gut weg. 3 Einschusslöcher noch. Kann man richtig gut bei zugucken, wie das hier hochtickt, die Heilleiste. Wenn es ein bisschen unübersichtlich ist, dass die grau ist und nicht irgendwie rot oder ähnlich. Und genau, schnappt die Überlebensgewehr. Und hilft beim Arbeiten. Was war das für ein komisches Metallteil gerade? Das da. Doomsday-Raketenwerfer. Really? Ein Wegwerfraketenwerfer für einen schnellen Gegenschlag. Ha, hatte der Feind das dabei? Oder unsere damaligen Freunde? So, das alles mitnehmen. So, die können auch wieder aus. So. Dann warten wir ab. Jäger hat Schild und Nahkampfwaffe. Warum hast du ein Schild? Inventar. Niki Schild. Weg. Gut. Bleibt nur noch leichte Chance auf den Nervenzusammenbruch bei Blackjack, aber es ist vollkommen verständlich, weil wir haben die auch gerade gefangen genommen. Da mache ich gar nichts. Die darf so weitermachen bisher. So, hier ist ja Ende, ne? Genau. Wobei, ich konnte da bauen, was ein bisschen irritierend ist. Aber ich kann nicht weiter bauen, richtig? Müsst ihr, wenn dann sogar so. Schauen wir mal. Also, Lily wurstelt darum, Sebastian räumt auf, Eric ist am Kochen von dem guten Essen, was auch immer das für ein komisches graues Fleisch ist. Insektenfleisch. Dann wird der Raum weiter ausgebaut, zu was auch immer er später wird.
Eingangsbereich sieht schon viel besser aus, ja. Und trotzdem noch viel mehr Türme. Jetzt sollte ich ein paar von den Mining-Befehlen aufheben und mich nur auf die Stahlfelder konzentrieren. Wobei, wenn jetzt so vier dran rumhampeln, wird das eigentlich relativ flott gehen. Ja, ihr macht das schon. Betten will keiner. Das hätte ich gerne alles. Und hier war irgendwo auch noch was. Genau, da ist noch Stahl. Und das Material ist auch schon markiert. Aber irgendwie will keiner außer Haus. Gewöhnen sich auch schon zu sehr in ihre kleine Festung. Ne? Das kenne ich bei gewissen Zwergen auch noch. Kamen die irgendwann gar nicht mehr raus. Und wenn sie dann raus mussten, dann haben sie erstmal gekotzt, weil sie sich nicht mehr in die Sonne gewöhnt hatten. Habe ich auch nie in irgendeinem anderen Spiel gesehen, so eine Mechanik. Also ist konsequent, ja, aber hat mich am Anfang doch ziemlich irritiert. Ja, das geht alles super schön schnell voran hier. Trotzdem nicht vergessen, die Türme später hier noch wieder aufzubauen. Aber die Käfer sind ja wohl doch eine häufigere Angelegenheit. Also Käfer und Giftnebel hätte ich eigentlich eingeschätzt, dass sie sehr selten sind. Aber ich hätte das jetzt beides zweimal. So, Lilly sollte, sobald sie wach... Du bist noch wach, ne? Dann nimm doch bitte das Sturmgewehr lieber statt die Splittergranaten. Die Splittergranaten machen ja doch ziemlich Unfug manchmal. Du holst neues Holz hin. Sehr löblich, mit einer Nacht loszuziehen und Holz zu holen. Aber sie baut die Betten selber nicht auf. Sie hat nur vorbereitet. Ja, okay, das ist alles so in Ordnung. Dann ist der Raum hier oben fast fertig. Das ist doch super. Gebiet, Abfallzone erweitern. Handlung benötigt. Erik hat eine Prügelei mit Sebastian angefangen. Grund wurde beleidigt. Ernsthaft? Och Jungs. War auf einer Party vergnügt? Nee. Es gab doch irgendwo noch sozial, oder? Nee. Es gab irgendwo eine Auflistung, wer wann wen mag und warum auch immer. Genau. Ja, die vertragen sich nicht wirklich. Tot. Also er mag Blackjack nicht und er mag Sebastian nicht. Beruht vermutlich auf Gegenseitigkeit, ha? Huh? Nö. Er mag Erik einigermaßen. Also jetzt nicht gerade, aber sonst. Hatte klärende Prügelei plus 38. Wurde verachtet mal 6. Ja, okay, wenn jemand auch 6 mal ankommt und einen vollpöbelt, dann ist es kein Wunder, wenn er mal eine Klatsche bekommt. Huh? Noch ein negativer Aspekt von, naja, in Anführungszeichen größeren Kolonie. 6 Leute ist ja schon fast groß anscheinend bei dem Spiel. 3 ist schön managebar. 6 wird dann schon chaotisch und auch mehr Krankheiten und. Und halt auch soziale Konflikte, wie man jetzt gerade sehen konnte.